also die Zutaten einer guten Schneiderin sind für mich natürlich grundsätzlich eine gute Ausbildung, sei es natürlich im, ja, eine schulische Ausbildung, sowie eine praktische vor allem. Im Modebereich ist es gerade so, dass ganz viele den Schritt ins Design wagen möchten, der natürlich das Schöne am Beruf ist, weil man kreativ sein kann. Dann ist halt zu entscheiden, okay, welchen Weg in der Mode will ich genau gehen? Will ich wirklich nur designen gehen oder in der Mode will ich Kommunikations- und Grafikdesign machen? Will ich als Modeillustratorin arbeiten? Will ich direkt Mode kreieren und machen? Also es ist so, dass ich nicht direkt, sagen wir mal, wir sind zwischen Schneiderei und doch nicht Maßschneiderei. Also wir werben eigentlich nicht mit, oder ich wollte nie eine Maßschneiderei aufziehen. Aus dem Grund, weil das einfach für mich immer noch ein bisschen ein altes Image hat. Eine typische Schneiderei ist, da wird hauptsächlich genäht, auf die Kunden auf Maß ist angefertigt und ist immer noch teilweise, und sagen wir mal, es hat den Ruf, dass die Leute, die ansonsten von der Stange auch nichts finden, auch aufgrund von Figurproblemen, dass sie dann zur Schneiderin kommen. Und das ist halt manchmal ein bisschen schade, weil das Kreative geht dabei eigentlich ein bisschen verloren. Wir versuchen es hier so zu machen, dass ich immer gewisse Stücke vorgefertigt habe, die Kundin berate, beziehungsweise direkt für sie Modelle designe. Ob sie jetzt als Brautmutter zu mir kommt und sich was Hübsches machen lassen möchte. Ich mache da Vorschläge, einige Zeichnungen und Skizzen und dann lassen dann die Kunden da recht freien Lauf. Und wir setzen es dann um und machen es dann natürlich schon auf die Figur. Also ich muss sagen, jetzt so vom Selbstständigen her, es hat auch einen anderen Vorteil. Man ist jetzt natürlich nicht ein Designer unter Hunderten. Also Südtirol ist halt ganz klein. Es hat halt den Vorteil, finde ich, dass sich auch positive Mundpropaganda schnell rumspricht. Also ich habe das halt stark gemerkt, gerade wo ich angefangen habe, dass das schon recht schnell mit den Kunden so ins Rollen gekommen ist. Einfach die kommen fast alle durch wieder andere Kunden oder Kunden, die ich habe, bringen eine Freundin mit. Und das ist halt von dem her wieder ein Vorteil. Und das sonst natürlich, um irgendwo hinzufahren, dann muss man halt schon mal am Flughafen zu kommen. Das ist halt immer ein bisschen aufwendiger gleich. Also die ersten 2 Jahre habe ich komplett alleine gearbeitet, vom Zuschnitt bis zum Nähen. Dann wurde es zu viel. Ich habe nicht mal alles geschafft. Und habe mir dann eine Freundin, die hat mir dann 3-mal die Woche ausgeholfen. Die ist jetzt 1-mal die Woche noch hier zum Helfen. Und seit heuer habe ich eben die Johanna noch als die im 3. Lehrjahr angestiegen ist, die ich jetzt fix als Mitarbeiterin habe. Also sind wir, sagen wir, konstant zu zweit im Moment und ab und an, wenn es braucht, dann habe ich, wie gesagt, die Freundin, die als Joker also einspringt. Gibst du dein Knowledge weiter? Genau. Na, also bei mir kann ich gar keinen typischen Kundentyp nennen. Im Moment natürlich erst, also gar nicht, da wir einfach vom etwas Brautmode machen. Wir machen Tagesbekleidung, wir machen Abendbekleidung. Also es sind auch ganz unterschiedliche Typen. Da gibt's die 60-, 70-jährige Ausgefallene, die was Schrilles möchte, und dann gibt's die junge Kundschaft, die was Verspieltes mag. Und, die jüngere Kundschaft kommt und schaut sich einfach die Sachen an, fragt, hast du wieder was Neues gemacht? Die kaufen das ja sozusagen hier von der Stange. Was, glaube ich, damit für sie interessant ist, ist die Individualität. Also nicht, ich glaube, der Markt ist ja wirklich übersättigt von Mode. In jeder Großstadt gibt es mehr oder weniger dieselben Ketten, die natürlich schöne Sachen anbieten, aber die Individualität, glaube ich, kommt schon mehr. Ich glaube, das ist mehr, das ein Stück zu haben, wo es jetzt nicht ein 2., 3. oder 20. gibt oder geschweige denn 100. Die Pläne sind vor allem kreativ zu arbeiten. Sagen wir mal, Handwerk mit Kreativen und Perfektion zu verbinden. Hungrig nach Individualität, nach Wiedererkennung, das Merkmal, sage ich mal, was meine Arbeit betrifft, und hungry for Pizza.